Hello, hello and welcome back to It's Out, euer Musikpodcast. Ich bin's wieder, eure Faye. Ich habe euch vermisst. Hallo, guten Tag, guten Tag. Es ist so viel passiert, Leute. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen will. Ich will gar nicht diese Gossip-Sachen schon vorher droppen, weil ich lasse euch immer ein bisschen zappeln. Ihr wisst das, der Gossip kommt immer am Ende und die Musik kommt am Anfang. Ich nehme heute wieder alleine meinen Podcast auf, 'cause TMI, aber a girl had PMS. Es tut mir leid, ich sollte drehen und ich war so, es tut mir leid, Leute. Ich habe das Gefühl, ich bin schwanger und habe gerade mein Kind verloren. Wusstet ihr, warum ich das gerade sage? Die Symptome einer Periode sind, weil man hatte basically eine gefälschte Schwangerschaft, ne? Für eine Frau ist es, als wärst du schwanger. Und dieses Bluten, also es ist für eine Frau, als würde man sein Kind verlieren. Deswegen werden wir zum Beispiel traurig oder genervt und negativ. Also wir könnten ja auch, die Symptome könnten ja auch sein, man ist wie auf MDMA und strudelt durch die Welt, aber es ist leider nicht so. Es ist das Gegenteil. Bei mir ist es manchmal richtig, richtig stark, dass ich so denke, die Welt geht unter, alles ist scheiße, was ich mache, alles ist kacke und ich kann mich dann auch nicht bewegen, weil alles so wehtut, mir wird schlecht, manchmal übergebe ich mich sogar, I don't know, just not a good thing. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich kenne es so von manchen Frauen. Bei manchen ist es richtig doll, manche haben gar nichts, bei manchen ist es mittel. Das ist der Grund, warum ich jetzt heute alleine drehe. Gefällt immer meinen Leuten nicht so, aber ich find's cool, weil dann ist so weniger, ist kein Druck, wenn Joey sitzt, to be honest. Aber irgendwie ist es so ein bisschen Emma Chamberlain-Vibes von damals, wo sie in ihrem Bett immer ihren Podcast aufgenommen hatte. Und ich fand es irgendwie cool. Ich kann irgendwie manchmal immer noch kein Deutsch. Ich weiß nicht, ob ich das jede Folge euch sage, aber ja. Es gab eigentlich voll coole Releases. Wir fangen an mit Paula Hartmann und Mako. Die haben ein Feature rausgebracht. Ich finde Paula sehr schlau, weil sie sich vereint mit einer Generation von Musikern, die gerade in Berlin sehr hyped sind. Mako ist, den habe ich einmal gesehen im Soho-Haus. Und er ist mir direkt aufgefallen wegen seiner Zahnlücke. Und ich finde die so cool. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde so gerne mal mit Mako eine Folge drehen und ihn einfach fragen, warum er da keinen Zahn hat. Also, der ist ihm bestimmt irgendwie random rausgefallen und er wollte sich halt keinen machen lassen. Jetzt ist es so sein Markenzeichen irgendwie. Er hat eine coole Stimme. Es gibt keiner, der so wie Mako rappt und melodisch singt in seinen Songs mäßig. Singt in Anführungsstrichen. Also er hat wirklich so sein eigenes Genre kreiert. Das ist einfach Mako. Und er hat sie, ist bei Paula Hartmann raufgehoppt. Und der Song heißt Nimm mit. Der ging ja auch wieder auf TikTok voll ab, aber ja, es ist wieder so ein Hidden Track von ihrem März veröffentlichten Album, Kleine Feuer. Und ja, keine Ahnung, als Abschluss von der Ära holt sie sich halt Mako. Berliner Rapper, kennt ihr bestimmt von Nachts wach mit Mix und MacLeod. Er ist cool. Ich finde, der hat ein sehr, sehr spezielles, eine sehr spezielle Aura und Art. Wie er so ist. Ich find's sehr cool. Was du von mir kriegen kannst. Was du von mir kriegen kannst. Viel ist es eh nicht mehr. Ey, warum kommst du immer wieder an? Ja. Und wenn ich spring, springst du dann hinterher. Und sie ist arg, ich lück sie wieder an. Mach mein Handy aus. Jetzt haben wir eine Kombo, die ich ultra feier. Ich, honestly, he popped off. Auch auf der Met Gala, Lil Nas X war absolut geil. Mit den langen Nägeln und dem Glitzer und allem drum dran. Ich fand's übertrieben geil. Camila Cabello feat. Lil Nas X. Camila hat ja so eine Tasche aus Eis gehabt. Also aus wirklich so Eiswürfel. So ein riesen Eiswürfel, wo irgendwas drin war. Weil es ging ja um so Time, also wie die Zeit vorbeigeht. In dem Thema mäßig. Und die ist halt geschmolzen, während sie auf dem Red Carpet war. Und mir tun ihre Hände so leid. Es muss so gestung. It might be stinging, you guys. Jedenfalls hat sie einen Song rausgebracht mit Lil Nas X. Der heißt He Knows. Und I don't know, Girlie is in her Hyperpop-Era. Ich glaube, dass sie voll ihre kleine Welt gefunden hat und sich da wohlfühlt. Man merkt, dass sie sich wohlfühlt. Ich sehe auch, dass sie die ganze Zeit so Club-Auftritte hat, wo sie mit ihren 2-3 Tänzerinnen immer so kleine Choreos hinpackt und ich find's mega geil. Also sie gibt mir schon so Charlie XCX Vibes, aber sie hat noch eine rauchigere Stimme. Dass sie krasse Vocals hat, wissen wir.
Und die Kombo mit Hyperpop Era ist irgendwie geil. Also irgendwie hat sie irgendwie so 10 Jahre jünger jetzt gemacht. Und ich glaube, dass die Leute es langsam fühlen. Am Anfang, bei den guten Sachen haten die Leute am Anfang immer. War wie bei mir, bei Numbers. Alle haben gehatet. Guckt jetzt, Leute. Aber bei Camila ist das genauso. Alle waren so, was ist das? Und ich schwöre euch, in spätestens 2-3 Monaten sind alle so, oh my God, Kanti, we knew. We always knew. Ich liebe ihren Kombo, ich liebe ihn. Und sie hat aber mit der Single auch ihr neues Album angekündigt, und zwar CXOXO. Also so ein bisschen, weißt du, so als würde sie so einen Brief an jemanden schreiben und so. Hier ist mein Album. Ich glaube, es wird richtig krass. Ich glaube, das Album wird richtig geil. Also, I can't wait. Wird da eine Ballade drauf sein? I doubt it. I really doubt it, to be honest. Jetzt haben wir jemanden, über den haben wir noch nie geredet, Bradley Simpson. Wieder ein Bandboy, der solo geht, ist irgendwie gerade so eine Welle. Let me know, ob ihr irgendwie Bock habt, dass wir ein bisschen mehr über die ganze Thematik Solo-Artist coming out of Bands reden wollt, quatschen wollt, quasseln wollt, weil es gibt gerade viele Girl-Bands, Boy-Bands, die aufgelöst wurden oder nicht aufgelöst wurden und dann einzelne Künstler Solo-Karrieren haben, die immer gut funktionieren, weil du hast schon deine Fanbase und du kannst halt machen, was du willst und du hast simultan noch deine Band-Karriere. Aber jetzt würde ich mal kurz was fragen, weil ich habe da schon richtig oft drüber nachgedacht und es ist ein komischer Gedanke, Leute, also don't feel triggered, nämlich Boybands, ne? Sagen wir auch jetzt mal Elevator Boys oder so 5 Seconds of Summer, One Direction, Little Mix, diese ganzen Leute. Wenn die einen Deal kriegen, kriegen die dann mehr Geld, weil es 5 Leute sind, oder kriegen die so viel Geld wie für einen Menschen? Sagen wir, Sabrina Carpenter kriegt 100.000 für einen Auftritt, ja? Kriegt dann 5 Seconds of Summer auch 100.000? Oder müssen die das aufteilen auf diese 5 Leute? Also verdient man theoretisch als Boyband weniger oder kriegen die dann 500.000, weil jeder muss ja 100.000 kriegen? Wisst ihr, was ich meine? Und dazu kommt ja auch noch, dass ein Einzelkünstler kriegt ja das ganze Geld von den Ticketverkäufen und eine Boyband, die müssen sich ja alles aufteilen, also verdienen die doch kaum Geld, oder? Oder bin ich doof? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, auch mit Vorschuss und so. Machen die das dann einfach mal 5 oder mal 3? Das checke ich irgendwie nicht so ganz. Naja, vielleicht können wir ja mal Bradley Simpson einladen und ihn dann fragen, über wie viel Geld er... Das können wir niemals fragen. Er würde, glaube ich, aufstehen und gehen. Jedenfalls kommt er von der Band The Vamps. The Vamps ist diese Band, wo auch mal Henry Moody, der Kumpel von mir und Great-Künstler, Vorband gemacht hat von denen und sich übel gefreut hat. Er hat jetzt seine ersten 8 Gigs in der UK in weniger als 5 Minuten ausverkauft. Why not? Und sein neues Single heißt Picasso. Ich finde sie sehr interessant. Ich glaube, das würde gut in Deutschland funktionieren, weil es ist sehr poppig. Jetzt haben wir meinen Engel, meinen Schatz, mein Gem, einer meiner Lieblingsmenschen auf dieser Erde. Simon Siovo. Siovo hat einen Song rausgebracht, der heißt Fremde bleiben. Ich liebe diesen Menschen. Er ist einer der besten Menschen, die ich kenne. Er hat jetzt gerade bei Blumengarten Support gespielt, genauso wie Elias. Sah unfassbar aus. Versteht nicht, Simon live ist geisteskrank. Er bewegt sich wie ein Gott. Immer wenn wir Techno feiern gehen, sage ich auch so, Digga, wie kann man sich eigentlich so bewegen? Also ich gucke den wirklich an und bin so, du wurdest wirklich von Picasso gemalt. Irgendwie wie so eine griechische Statue sieht der aus. Also wirklich einfach nur crazy. Der Song heißt Fremdbleiben. Und kurze TMI, er hat mir den Song jetzt vor ein paar Monaten schon gezeigt. Nicht lange her. Und ich war so, wow. Oh mein Gott. Also ja, der ist poppig, der ist, ne, ich will einfach so richtig, er liebt das. So geile klassische Popsongs, aber Schatz, bei dir ist nichts klassisch. Dieser Song ist geisteskrank. Selbst wenn wir nicht befreundet wären, wäre ich so, was ist das für ein geiler Song? Ich hab den meiner Mom gezeigt. Weil sie so eine neue Box heißt, die heißt Aura. Ich weiß nicht, wie die kennt. Das sind so durchsichtige. Die haben einen geisteskranken Sound. Ich habe den angemacht, bevor der draußen war. Und sie war so, wie geil ist der Song bitte? Also wirklich, Leute, zieht ihn euch rein. Das war jetzt die erste Single aus seiner kommenden Debüt-EP, die, oh mein Gott, diese Debüt-EP wird uns alle auseinandernehmen.
Die EP heißt Kauf dem Jungen Blumen. Und das finde ich, ist so ein toller Name. Mein Gott, I cannot. Wir müssen auf jeden Fall nochmal mit ihm darüber reden. Es ist so ein bisschen Post-Breakup-Euphorie mit der Erkenntnis, dass jeder für sich selber nice ist, aber man halt alleine nicht mehr gemeinsam funktioniert und man vielleicht einfach nichts mehr von der Person sehen will oder mit der Person was zu tun haben will, wenn man einfach einzeln besser funktioniert als in der Kombination. Wenn man das rausfindet, ich meine, es kann ja auch sein, dass man am Anfang funktioniert hat, aber es heißt nicht, dass man auf die Länge funktionieren muss. Bin ich ganz ehrlich. Und ich liebe die Visuals, ich liebe die Musikvideos. Er hat einfach für 2 Tage, ich glaube, die haben um 6 Uhr morgens angefangen zu drehen und haben am nächsten Tag um 5 Uhr morgens geendet oder so. Durchgehend, die haben, glaube ich, 3 Videos gedreht oder so oder 4. Für jede einzelne Single. Leute, dieser Junge legt sich richtig ins Zeug. Richtig ins Zeug und alles ist geil. Es gibt mir so ein bisschen Troye Sivan Vibes, aber Simon-Style. Siovo-Style. Liebe es. Jetzt haben wir Miles Smith. Miles Smith hätten wir am Anfang an der Staffel auch zu Gast gehabt, aber to be completely honest with you guys, wenn wir jetzt ehrlich sind, Promopläne von Künstlern werden immer umgeschmissen. Ich glaube, Monet haben wir mindestens 4-mal hin und her geschoben. Und Miles Smith wurde auch verschoben, weil sein Promoplan bzw. seine Flüge verschoben wurden. Ja, vielleicht so ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblick für euch, dass die Künste, die wir hier raufkriegen, natürlich. Also manchmal muss ich last minute noch Freunden schreiben, die Musik machen, weil Promopläne echt sehr komplex sind und sehr viel dran, viele Leute dranhängen. Und bis die auf meinem Sessel sitzen, dauert es eine Weile. Aber ich freue mich richtig doll generell auf dieses Jahr. Wir haben jetzt schon so geisteskranke Gäste und es wird immer besser. Und es ist so schön, mit den Leuten zu reden. Ich liebe es. Es macht mir so viel Spaß. Und wenn ihr irgendwelche Leute habt, die ihr unbedingt drauf haben wollt, kriegen wir das hin. Dann müsst ihr einfach deren DM spam und meine spam und dann fällt uns das schon auf und dann kriegen wir das organisiert. Jedenfalls kommt Miles Smith eigentlich bestimmt auch bald, auch wenn er Anfang der Staffel eigentlich da sein sollte. We'll see. Aber ja, er ist ein Artist aus der UK, was Sinn macht, warum man ungefähr 10 Mal verschieben muss. Und sein neuer Song Stargazing hat auf TikTok bald 100.000 Creations, was eine Unmenge, also wie viel ist das? Das ist nicht mehr normal. Ist auch ein sehr poppiger Song, geht durchs Ohr, nicht so, also es ist nicht so meins, aber ich finde, er hat eine krasse Stimme und ja, für ihn startet es eigentlich gut. Also es ist jetzt seine Debüt-EP im April vorgestellt und ja, that's the vibe. By the way, bevor wir mit dem Gossip starten, The Kid LAROI ist gerade, ich sehe schon diese kleinen Sound-TikToks von ihm und denke mir so, yes, fuck your X-Man. Geil, ich liebe es. Fuck your X-Man, I'm the man now. Think I feel bad, he was fanned out. Do what you like, you've been too nice. Irgendwie macht es was mit mir, diese Lyric. Er hat was, ich finde ihn ganz toll. Ich finde ihn bis heute nett, diese eine Folge, die wir mit anderen gedreht haben. Hat mich echt von ihm überzeugt. Ab dem Moment war ich so, okay, ich liebe The Kid LAROI. Und ich liebe Tate ja auch. Die hatten wir ja auch schon 2-mal hier. Und als ich dann rausgefunden habe, dass die beiden sich daten, war ich so, oh, ich fühle mich wie so eine Mutter. Feeling like a mom. Mich so gefreut. Und ich war ja auch beim Konzert von Tate. Let me tell you. Das Konzert war auf jeden Fall eine 11 von 10. Ich kann nicht mal beschreiben, was sie in mir ausgelöst hat. Sie ist so heiß und kann sich so gut bewegen und so viel singen. Zur gleichen Zeit ihre Technik, ihre Atemtechnik. Wir wissen alle, dass sie auf dem Trampolin springt, während sie singt. Aber, girl, diese Choreos, die sie da hingelegt hat, war nicht mehr normal. Das Bühnensetup mit diesen 2 linken LED-Wänden oder Kästen. In den Kästen war ihre Band, die Videoaufnahmen, die Aufteilung von Sad zu Bad Bitch Energy. Es war perfekt. Ich war da mit meinem besten Freund, wir standen so da, Mund auf. Wir waren Schock, wir waren komplett Schock. Ich habe noch nie so eine geile Show gesehen. Tate ist für mich meiner Meinung nach einer der besten Shows, die ich jemals gesehen habe. Just saying, ich glaube, sie ist auf so meiner Top 5 auf jeden Fall. Und LAROI war auch da. Der saß hinten und hat so ganz
stolz zugeguckt. Ich finde es richtig süß, wie er sie supportet und wie er selber gerade auf Tour war und jetzt mit ihr auf Tour ist. Und ich meinte dann auch so, dann so, wie schön muss es gerade sein, Tate McRae zu sein. You're a bad bitch. Du kannst singen, du kannst tanzen, du bist mit The Kid LAROI zusammen und du tourst gerade die Welt. Was will man mehr? Wirklich, was will man mehr? By the way, Leute, apropos, was will man mehr? Ich weine gleich. Ich muss mich kurz zusammenreißen, weil ich nämlich am Donnerstag eingeladen wurde zum Billie Eilish Pre-Album Listening. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich mich mental darauf vorbereiten soll. Versteht ihr, was ich meine? Könntet ihr das? Ich kann es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, werde ich davor heulen, währenddessen oder danach? Ich glaube, alles drei. Ich freue mich aber, dieses Masterpiece mir anhören zu dürfen. Und ich glaube, es wird künstlerisch einer der besten Sachen, die sie jemals gemacht hat. Nicht aus dem Grund, dass ich gerade ihre Musik vergleiche, aber weil ich weiß, dass sie, glaube ich, sehr viel experimentiert hat in diesem Album, was so EDM-Richtung angeht. Und ihre Spiciness. Billie, I love you. Wirklich, ich liebe Billie. Ich verstehe es nicht. Ich liebe sie so doll. Seit Jahren verfolge ich sie. Jahren. Und als ich damals ihren Doku geguckt habe, hatte sie mich. Ab da war ich so, okay, tau, ride or die. Weiß ich nicht. Sie inspiriert mich richtig doll. Ich liebe sie über alles. Fange auch gleich wieder an zu heulen, weil ich sie so sehr liebe. Meine Kette ist gerade kaputt von ihr. Ich muss sie reparieren lassen. Aber irgendwann, inshallah, treffe ich sie. Und sie war leider nicht auf der Met Gala. Ich war voll traurig. Meine Met Gala Predictions waren ein bisschen out of pocket. Die waren so ein bisschen daneben. Aber nicht alle. Bei manchen war ich wirklich stolz auf mich. Aber Billie war leider nicht da. Lana Del Rey, Leute, wenn ihr was wissen wollt, ich schreibe nicht die Texte auf TikTok. Ich schreibe gar nichts. Und Lana Del Rey habt ihr falsch geschrieben. Mein Team hat Lana Del Rey falsch geschrieben. The Queen, the Mother. Es tut mir leid an der Stelle. Apropos ich kurz. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Geht mal auf mein Insta. Ich habe neue Visuals, neue Ästhetik, neues alles. Wir haben uns da richtig reingelehnt in dieses Dreamcore. Weil mein Name bedeutet ja auch Fae. Und ich fühle mich, honestly, ich glaube, ich war eine Fae in meinem früheren Leben. Und wir haben jetzt angefangen zu teasen, Sachen, die bald kommen. Und ich sage euch, das Wort bald könnt ihr ernst nehmen, weil es kommt sehr bald was von mir. Sehr bald. Also checkt einfach mein TikTok ab. Ich glaube, heute wird bestimmt schon irgendwas auf meinem TikTok sein. Go check it out. Vielleicht leak ich einen Song. What? Ja, vielleicht muss ich auch mal bald wieder interviewt werden von irgendeiner Freundin von mir oder Freund. We will see. Ich saß am Wochenende mit meinem Freund im Garten. Auf einmal, bing, wir kriegen alle eine Benachrichtigung. Justin Bieber und Hailey Bieber kriegen ein Baby. One moment of silence. Freue mich so sehr für die beiden. Ich dachte mir, wie muss ich dieses Baby fühlen? Du bist das Baby von Justin und Hailey Bieber. Erstens wird's bildschön, zweitens wird's unfassbar talentiert und drittens wird sich's nie Sorgen um irgendwas machen. Ja, müssen. Wär so gern dieses Kind reincarnated. Just to let you know. Ich habe geschrien. Ich habe die ganzen Nachbarn wahrscheinlich geweckt. Ich habe geschrien, als das rauskam, weil ich mir das so sehr für beide gewünscht habe und auch alle nur für Justin, weil er so wahre Liebe gefunden hat und it's just so great. Aber was ich nicht so feiere, sind die ganzen Haters, die alle sind so, Selena, oh mein Gott, nein. Ich wusste nicht, dass es so ernst zwischen Justin und Hailey ist. Leute, die sind verheiratet. They're in love. Let them be. Someone let them be. Ja, die haben auch ein Vow-Renewal gemacht. Kann man ja machen, wenn man schon mal geheiratet hat, kann man seine Vows nochmal vorlesen lassen, alles nochmal von vorne machen. Und es war so cute, aber ich war ein bisschen traurig, weil ihr Outfit, was sie anhatte, ist ein Outfit, was ich in meinem Musikvideo anhatte. Und jetzt denken wahrscheinlich alle, dass ich Hailey gekopiert habe. Woo! Das passiert mir so oft, ich finde das richtig schlimm. Ich droppe jetzt ein Baby-Name-Prediction. Ich glaube, sie wird so Oakley heißen oder so. Kennt ihr diese TikToks? Oakley Sugar Rim Mocktail oder so. Vielleicht Oakley oder Maple. So Maple, weil wegen Kanada, Maple Leaf. Vielleicht heißt sie ja wirklich Maple Leaf Bieber. Oakley Bieber. Oh, das wäre so geil. Maple. Oh, Maple ist voll der schöne Name. Aber Deutsche sagen dann Maple. Maple wäre nicht so geil. Maple. Syrup Bieber. Ich weiß nicht, warum ich gerade so dumm bin. To be honest. Leute, nächste Woche startet die neue Bridgerton-Staffel. Woo! Und Leute sind schon am Spekulieren, ob Luke Newton und Nicola Coughlin. Colin? Colin, oder? Die Hauptrollen, die diese Staffel spielen,
ob die halt zusammen sind im echten Leben, ist halt voll die Promophase, richtig smart, sind sie halt safe nicht. Ich dachte, Luke ist gay. Ich dachte, der ist schwul. Ich bin jetzt confused. I don't know. Nochmal zum Ende. Ich weiß, wir sind kein politischer Podcast oder so, aber für euch alle, am Anfang Juni ist die Europawahl. Und gerade mit dem, was alles abgeht, ist es einfach mehr als wichtig, dass wenn ihr alt genug seid, euch bitte zu informieren und wählen zu gehen. Tut euch, nehmt euch diese paar Minuten. Ich glaube, die Welt braucht das gerade. Ich glaube, dass sehr viele Gefahren gerade sind, sehr viel Spaltung zwischen Menschen, die gerade wieder geschieht. Und ich finde es einfach richtig traurig und ich hoffe, dass wir alle einfach zusammenhalten können und einfach für die Menschen sein können. Ja, also geht wählen. Und das war's eigentlich von mir für heute. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Schickt mir eure Vorschläge, wenn ihr als Gast haben wollt. Und stay tuned for some new stuff. Love you guys. Bye bye.